BR-218 Einführung. Dies ist die DB BR-218, eine leistungsstarke Streckendiesellokomotive, die in den 60er Jahren für die Deutsche Bundesbahn gebaut wurde. Steigen Sie ein und lernen Sie, wie man diese ikonische Lokomotive aufrüstet und fährt. Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich hoch zum Tutorial mit der Baureihe 218 und dem zweiten Video hier heute auf meinem Kanal. Das erste Video haben wir ja schon hinter uns, eine Fahrt auf Hamburg-Lübeck. Jetzt das Tutorial, wie man eigentlich die Lok aufrüstet. Und heute Abend, nicht vergessen, wird es einen Livestream geben auf meinem Kanal. Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Genau, heute Abend 18, 19, 20 Uhr, irgendwie sowas. Behaltet das im Auge, was ich da so noch dazu schreibe im Laufe des Tages. Wird es einen Livestream geben. Aber jetzt machen wir erstmal das Tutorial und fahren los. Gucken uns einmal vielleicht das Modell von außen in der Zeit mal ganz in Ruhe an. Ja, also hier 2017, 2024, 23.05. Die Bremsgewichte, die Lüfter. Man kann sogar so ein bisschen in den Maschinenraum reingucken. Vielleicht können wir das einmal mit der Kamera uns mal angucken. Ja, ein bisschen was ist ausmodelliert tatsächlich. Moment, ich nehme mal die Schärfentiefe raus. Ja, ja, tatsächlich. Also ein bisschen was ist modelliert vom Maschinenraum. Genau. Und das ist das Gefährt. Und dann würde ich sagen, wir steigen ein und fahren los. Hier ist in Realität keine Tür. Hier wurde jetzt eine Tür gemacht, hingebaut, weil der Maschinenraum halt eben nicht komplett ausmodelliert ist. Und dementsprechend ist hier eine Tür, die wir auch nicht öffnen können. Ja, ist halt leider so. Gibt es übrigens morgen zu kaufen. Morgen bei Steam, Epic und... Achso, aha, interessant. Und jetzt den Sitz wieder zurück. Und einmal hier hin. So, achso, nee, Moment. Stellen Sie die Mehrfachtraktionssystemauswahl auf KWS ein. Machen wir. Handbremse lösen wir. Ja, das mit den Sounds von der Handbremse, das üben wir nochmal. Wir setzen uns hin. Dann machen wir Folgendes. Wir drehen uns nach hinten und stellen den Schnellgang ein. Genau, das machen wir dort. Sehr schön. Dann stecken wir den Fahrtrichtungswender rein und erstmal auf Neutral. Wir müssen den Dieselmotor starten. Benutzen Sie dazu den Motorgruppe 1 Schalter. Stellen Sie den Schalter auf Start und halten Sie ihn, bis der Motor läuft. So, Motorgruppe 1 Schalter ist hier. Für 10 Sekunden halten wir den ungefähr gedrückt. Wir hören, wie der Motor langsam startet. Oh ja. Jawohl. Dann einmal den Luftkompressor auf ein. Bremsschlüssel auf ein. Zugheizung auf einstellen für ungefähr 2 Sekunden. Jawohl. Einmal die Signalbeleuchtung an. Die Instrumentenbeleuchtung machen wir uns an. Die Zuglichter schalten wir an. Und geben die Türen auf der rechten Seite frei. Und hören hier wunderschön den Dieselmotor. Jawohl. Hinten dran haben wir die N-Wagen. Die werden noch mitgeliefert übrigens. Ne, also dafür braucht man nicht Bremen-Oldenburg. Sondern die kommen mit. Und mit dazu dann übrigens auch der Diesel-Karlsruher-Kopf-Steuerwagen. Ne, also auch ein neuer Steuerwagen hier mit dem Stufenradschalter. Und nicht mehr mit diesem, ja, dass wir die Fahrstufen da so einrasten lassen mit diesem Raster, sondern halt eben mit diesem Wahlradschalter. Türen verriegeln wir. Wir die Schalter auf Vorwärtsstellen, das Führerplatzventil lösen und die Getriebe.
Also ich hoffe, man hat gehört, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall Fahrtrichtungswender auf Vorwärtsstellung, Führerbremsventil lösen, Getriebeleistung ein. Mhm. So, dann stellen Sie den Fahrschalter auf 2 und warten Sie 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Also es gilt langsam aufschalten. Wir haben insgesamt, ja, weiß gar nicht, wie viele Fahrstufen wir haben. 20, ne? Nee. Fahrschalter auf Stufe 11. Jetzt sehen wir es. 15, 15. Wir haben auch hier das Fahrgastinformationssystem. Und jetzt haben wir eine Geschwindigkeit von 70 km/h erreichen. Hier ist das GSMR. Stellwerk kontaktieren. Ich frage mich, ob... Also das hier wird sicherlich animiert sein. Das ist auch lustig. So, den Fahrschalter stellen wir auf 2. Hier sehen wir die Umdrehung pro Minute, da sehen wir die Kühlwassertemperatur. Okay, also das Getriebeöl ist jetzt abgelassen worden. Interessant. Jetzt noch ein bisschen was zur Geschichte. Versteht man's? Ich verstehe kaum was, was sie sagt. Also es ist wirklich sehr leise im Vergleich zum Motorsound. Also einmal hier mal einen Screenshot definitiv mal machen von dieser wundervollen Lokomotive. So. Ach ja, endlich eine Großdiesel-Lok für den deutschen TSW-Bereich. So, dann sollen wir jetzt zum nächsten Bahnhof. So, ich weiß gar nicht, wann der nächste Bahnhof jetzt kommt. Dauert sicherlich noch ein kleines Stück. Da an 500 Metern. So sieht die Instrumentenbeleuchtung aus. Ach, herrlich. Das ist wundervoll. Das sieht richtig schön aus. So, Kühlwassertemperatur ist tatsächlich auch animiert. Getriebeöltemperatur, Motoröltemperatur.
Und der Kühlwasserstand. So. Jawohl, so, wir halten an. Ist noch ein bisschen sehr früh zum Bremsen, ehrlicherweise. Und wir halten an. Wir sehen auch, hier leuchtet jetzt Bremse wirksam auf. Und angehalten. Toll. Es macht einfach nur Spaß. So, dann hätten wir das. Ja, starten Sie Ihre Reise mit der 218. Das machen wir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, das war hier das Tutorial heute zur Baureihe 218. Und ich würde mich freuen, wenn ihr heute Abend mit dabei seid. Heute Abend wird dann das Ganze auch gestreamt. Morgen dann der Release der 218. Und falls ihr irgendwas Bestimmtes dann im Stream sehen wollt, irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr sie genau dort dann auch stellen. Und dann kann ich euch das Ganze schon mal vorab zeigen, damit ihr euch ein Bild machen könnt, damit ihr entscheiden könnt, ist das was für euch? Findet ihr, dass die 218 gut gemacht ist oder nicht? Da bin ich natürlich immer ganz gespannt dann drauf. Und dann sehen wir uns hoffentlich heute Abend. Ansonsten alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.